Okay. So. Du kannst eh nichts. Bist ruhig. Heute Free for All auf der Map Karachi. Ich will nur Quickscopen. Kannst gar nichts. Ja, ich war eine Zeit lang nicht mehr an der Konsole dran. Es ist eine PlayStation 3. Ja, Zeit lang nicht mehr tot, es war vor 5 Minuten hast du dein letztes Spiel gehabt. Holzmaul. Und nee, ich war wirklich eine Zeit lang nicht mehr tot, ich habe eine Pause gehabt. Heute Morgen, als ich gekommen bin, saß du schon an dem Teil dran in Modern Warfare. Und nein, du warst eine Zeit lang nicht mehr dran, nein. Bist du jetzt ruhig? Für den Fall, dass ich abkacke nicht. Glaubt eben nicht alles, was er erzählt, ne? Naja, seid jetzt mal ruhig. Ich hab den Starter, ist eigentlich immer so, ist nichts Neues. So, holen wir gleich mal so zwei Wichser weg, die denken, sie könnten was, können aber in Wahrheit gar nichts. Und jetzt habe ich... Redest du gerade von dir? Ich rede gerade von deiner Mutter. Meine Mutter zockt das Spiel, ne? Dann muss ich leider hinterher. Ja, schade, buh. Ich habe keine Ahnung, welche Abschlussserienbelohnungen, ist mir auch scheißegal. Ich komme eh nicht hin. Welle. Kann man leuchtet überhaupt irgendwo hin? Ja, jo, immer. Jo. Oh, buh, no. Ich glaube, der hat eine Blutspritze abbekommen. Ajo, scheiße. Ist ein Fleischwund. Ist ein Fleischwund. Just a Fleischwund. Ah. Wenn dieser Anspieler. Ohne, oh Gott, da war ein Camper. Wenn ich schon mal keiner genommen habe. Jetzt nicht verstanden hat, das mit der Fleischwunde, das ist aus Armored Dead Terrorist. Hey, Leute. Nur für die Noobs unter euch da draußen, ne? Du Hurensohn. Ja, wenn man erzählen kann. Ja, dort ist mir das Bass. Ich muss mir erzählen, was er trinke, mein Freund. Mit das Bass campe ich leider nicht so oft, nicht so gerne. Aber die habe ich jetzt drin, weil ich die mit ableveln will. So habe ich immer Vorrede. Ich hoffe, die killen nicht mich. In letzter Zeit killen die immer mich. Also. Drohnen. Wie immer. Gar nichts. Ich glaube, ich mach's besser. Oh, ich bin ein Spielverderber und hab Zahl da. Ich bin Glück. Oh, da kommt gleich auch noch. Lieber. Du hast hier ja eigentlich keine Schleichwerbung gemacht. Das heißt, eigentlich darfst du den Namen von dem Spiel ja gar nicht nennen. Das ist privat. Ich darf machen, was ich will. Das muss sich keiner anziehen. Abu! Bleib mal stehen! Würdest du mir mal bitte davon was Limonaden-Erfrischungsgetränk geben? Ich darf den Namen aus rechtlichen Gründen nicht nennen. Du meinst die Sprite? Egal, du warst weg. Du warst, nicht ich. Als Maul. Oh, guck mal, da oben ist auch noch. Der Mod. Sein Name ist Michael Kossbau. Er wohnt in der Stadionstraße 35 in Mannheim. Ja. Raus ist es. In Wahrheit ist mein richtiger Name. Ah, oh, ein Quickscope. In den Fruschkopf. Also, wie ich schon gesagt, die Rund verläuft ganz, ganz schlecht, glaube ich. Du bist schon einfach Noob, man. Ein Noob. Ich will ein bisschen was zum Quickscope sagen. Und so, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gar nicht mehr so der Fan von Quickscope. Das Einzige, was ich mag da dran, ist, man fühlt sich so unendlich cool, wenn es mal geklappt hat. Ich würde das immer auf... Oh, Achtung, da kommt gleich auch noch rausgelaufen. Oder an... Nicht. Nee, eher... Du kannst einfach nicht, lass es doch, Michael. Ich hab... Wer ist jetzt hier, der Michael? Du? Oh, fuck doch, ich, dann... Ich, du, wir alle. Dann hab ich früher gehabt, als ich ihn... Ich bin der Michael, du bist der Michael, wir sind alle Michael. Ach oh Gott, das war ein Claymore. Michael. Michael, was denkst du, war das ein Claymore? Michael. Ich habe jetzt Lust, noch einen Wurfmesserkill zu machen, aber ich glaube irgendwie nicht, dass ich eins bekomme. Oder doch? Hast du überhaupt Wurfmesser dabei? Ja, ich habe immer ein Wurfmesser dabei, wegen Tilt-Scopes. Tilt-Scopes sind No-Scopes und dann dreht sich der Bildschirm so. Toll ist, dass so ein schwuler Harry ja draußen, der Harry R, wie ich einen anderen, wenn ich ihn hab. Komm her, Monika! Ah, der war, hat mich früher gesehen und war dadurch auch besser im Vorteil. Also das ist ein sehr hübscher sizilianischer Bau, entstanden circa in den frühen 80ern und wahrscheinlich
ist der auf Folge des Krieges, der da gerade läuft, irgendwie in Trümmer gekommen. Ja, ich weiß, ich laber scheiße. Das ist einfach langweilig. Ja, jo, ihm ist langweilig. Wir machen gleich noch ein GTA-Gameplay, wenn er will. Ich bin immer auf für Spiele bereit. Spiele, Videospiele, Zocken. Nenn's wie ihr wollt. Oh, hab ich noch gekriegt. Spielverderber. Guck, du bist ein Spielverderber. Oh, das sag jetzt sogar schon deine PS3, dass du ein Spielverderber bist. Und guck, jetzt warte ich hier auf den Gegner. Und ich muss mal ein neues Bildschirm kaufen, da kriselt's so komisch. Das ist der EMP, du Arsch. Und seht ihr alle da, falls ihr euch fragt, was dieser hässliche Punkt da ist, der hat seinen Bildschirm geschrottet. Den guten Bildschirm hat er geschrottet. Hat Glas wieder dran geworfen, dann hat er jetzt so eine Delle der Bildschirm. Also nicht wundern, das liegt nicht an eurem Bildschirm, der ist einfach nur zu dämlich, auf seine Sachen aufzupassen. Michael. Hallo Bro, warum treffe ich den nicht? Wisst ihr, ich meine da diesen Punkt da. Genau das. Ja, jetzt geh weg! Teil. Du Arschgeig! Schrei nicht so rum. Entschuldigung. Ach nee, jetzt kommt wieder der Scheiß. Mit der Headset-Kinder, du. So, erster Quickscope fehlgeschlagen, habe ich gedacht, kriegt er ein Knife von mir. Ich mein's ja nicht mit ihm. Ich glaube, da kommt gleich. Das ist immer wieder erstaunlich, wie viele englische Wörter sich in der deutschen Sprachgebrauch verdeutschen. Verbinden. Ja. Infiltrieren. Einfügen. Nein, die englischen Wörter infiltrieren den deutschen Sprachgebrauch. Du bist schon ein bisschen crazy. Wackel nicht. Ah, ich wackel schon nicht. Wackel nicht. Hör auf. Wackel nicht. Mach auf. Ich mach jetzt ein Wurfmesser halt. Ah, ich wollte gerade ein Wurfmesser an. Wurfmesser. Soll ich mal was sagen? Guck mal. Du wirst es doch hier, leckst dich hier und da steht Infinity Ward drauf. Auf der Klinge Infinity Ward. Ist krank. Einfach krank. Würdest du schon noch was sagen, was auf deiner Stirn gleich steht? Wo so ein? N. O. O. B. O. Mach das besser mit einer Sniper. B. Ich kann es halt besser, aber trotzdem darf ich mich über dich lustig machen, oder? Nein. Doch. Aufhol Myra's Edge raus, da mache ich dich dann fertig. Nee, auch nicht. Doch. Du machst mich nur fertig, weil ich dann nicht spielen darf. Eben deshalb. Nee, oh scheiße, jetzt habe ich schon wieder was genannt. Ich mache mich hier ja noch strafbar. Ich bin auch der Michael Kostbauer und der Stadionstraße 53 in Mannheim. Scheiße, jetzt habe ich es verraten. Moment mal, heiße ich Kostbau oder Hoffenheim oder... Ah ja, Höfner heiße ich, genau. Michael Höfner. Jetzt machen wir kurzes Camping. Falls ihr euch fragt wegen Möbelhöfner, ob es schon wieder genannt. das ist mein Urgroßonkel, der das ins Leben gerufen hat, ja. Der Herr, wer mir das eben geglaubt hat, der ist selber schuld. Ja, die holen die Teufel. Ach, schon wieder, Herr Rief, keine Lust mehr. Langsam wird mir langweilig, ganz ehrlich. Ja, mir auch. Sieh mal zu, dass ich fertig wäsch. Ah, oh, der war schon tot. Guten Schuss hast du verschwendet für den Bu, der schon tot ist. Wow, die Welt. Ich hab Lust jetzt ein bisschen zu Noscope. Noscope! Fick dich, du! Unreifer Hund. Fuck. Jetzt mal arbeiten die im Team! Ja, das ist auch schon fast ein Team-Deathmatch hier, hä? Ein Team-FFA. Guck mal. Wurfmesser, komm mal. Oh, fuck. Oh, ich hab's gesehen, du bist einfach die Bombe, bist du. Halt's Maul, okay? Halt's Maul, du. Ganz blöd bin ich nicht. Na. No. Ich muss geh mal die Wäsche abhängen. Geil, die muss weg. Ich meine, es ist gefährlich. Sei gut, die Wäsche, die gerade frisch gewaschen ist, zum Trocken raushängen, wenn da gerade der Krieg tobt. Dritte Weltkrieg tobt. Oder Zweiter Weltkrieg oder Iran-Krieg oder Irak-Krieg oder was es auch immer für ein Krieg ist. Das soll der Afghan darstellen. Ah, der Afghan. Afghanische Krieg. Volltreffer oder Headshot für die Englische.
Mitbürger. Ey, ich war um die Ecke drum, du Arsch! Schrei nicht so rum. Halt laut. Tiefbasse, mit einem Messer im Ranze geht mir hier noch lang keiner hin. Jetzt häng mal die Wäsche ab. Nicht mit der Granate, vorzugsweise. Sollen die noch ganz sein, die Unterhose. Das ist nur eine Handgranate. Geh doch mal da rein. Gehst jetzt ab, um. Nicht da, nein, in das Haus, da durch den Backt. Geht doch nicht, da muss man oben rum. Gehst doch so gern da oben rum. Ich hab noch 10 Sekunden, du Arsch. Ja, dann beeil dich mal. Ich hab Lust, noch ein Kill abzusammeln. Aber die wollte sich nicht killen lassen. Doch! Hammerqualle! Ich bin... Fünfter. Fünfter. 13, 19 ist mein Quote. Viel Spaß noch.